In diesem Video möchte ich kurz die Eingabe der Wildkaniten und Feldhasen Erfassung 2013 des Wildtierkatasters über die WTK-Seite erklären. Wenn Sie wieder die Internetseite www.wtk-sh.de aufrufen, erhalten Sie diese Startseite und klicken hier rechts auf, hier geht es zur Anmeldung, Fundmeldung. Sie müssen jetzt Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eintragen. In meinem Falle ist das Video Revier und mein mir zugewiesenes Passwort. Dann klicken Sie auf Anmeldung. Dort erscheint dann das Revier, für das Sie sich angemeldet hatten. Und hier wieder die einzelnen Tierarten. Hier oben das Feldhasen bedeutet das Referenzreviereingabe. Wir suchen aber die allgemeine Erfassung Wildkaninchenfeldhase 2013. Die steht hier unten. Wildkaninchenfeldhase, allgemeine Erfassung. Müssen wir ein bisschen nach unten gehen und können hier auf zum Eingabeformular klicken. Hier sehen Sie dann, dass es sich um Ihr Revier handelt. Und jetzt können Sie den Bogen, ähnlich wie auf dem Papier, direkt bei uns im Internet eingeben. Als erstes steht hier oben Wildkaninchen vorkommen. Vorkommen im Revier, da können Sie Ja, Nein oder Weiß nicht anklicken. Wir sagen in diesem Falle mal Nein. Wenn Nein, seit wann nicht mehr? Und man kann hier mit der Maus reinklicken in das Feld und ein Jahr eingeben. Zum Beispiel 1995. Wenn wir doch Kaninchen haben, im Revier wird Ja angeklickt und kann diese Zahl auch entfernen. Wurden Kaninchen im Jagdjahr 2012, 2013 erlegt? Kann man auch auswählen, Ja, Nein. Wir sagen in dem Falle mal Nein. Und hier unten wird nach den durchschnittlichen Strecken gefragt. Wenn man irgendwo keine Angaben weiß, wird das Feld einfach leer gelassen. Und ansonsten, wenn man weiß, kann man die Zahl eintragen. Zum Beispiel 0, 0, 13, 11. Und wir hatten ja gesagt, 2013 nichts erlegt, also 0. Auf der anderen Seite geht es um die Verteilung und die Krankheiten. Nur vereinzelt im Revier vorkommt geringer Besatz oder starker Besatz. Dann klickt man hier vorne diesen Punkt an. Wir sagen mal, nur vereinzelt vorkommen. Gleich verteilt an einer Stelle oder an mehreren Stellen. In unserem Fall sagen wir mal an mehreren Stellen. Man kann hier mit der Maus reinklicken und eine Zahl reinschreiben, an wie vielen Stellen die Wildkaninchen vorkommen. Ich gebe hier mal 3 ein. Dann die aufgetretenen Krankheiten. Klicke ich, wenn sie aufgetreten sind, hier vorne mit einem Häkchen an und kann dann hier auch das Jahr reinschreiben. Klicken wir mal die Myxomatose an, erstmals im Jahr 1995 und zuletzt zum Beispiel 2011. Aktuell, RHD aktuell 2013, können wir keine, wenig, stark oder weiß nicht, in dem Fall sagen wir mal weiß nicht. Hier ist noch die Möglichkeit, Bemerkungen reinzuschreiben, zum Beispiel starker Rückgang. Verschrieben. Bombs. Dann geht es weiter runter und wir arbeiten noch den Feldhasenteil ab. Genau wie eben vorkommt im Revier, ja, nein, weiß nicht. Wir sagen ja. Wurden Feldhasen erlegt? Ja. Dann wird hier nach der Jagdstrecke gefragt, nach allgemeinem Fallwild und Fallwildverkehr. Gehen wir mal ein, Jagdstrecke 5, allgemeines Fallwild haben wir keins und Verkehr 2. Wird eine Scheinwerfertaxation für Feldhasen im Revier durchgeführt? Kann man sich auch wieder eins auswählen. Wir sagen mal ja, damit ich Ihnen einmal demonstrieren kann, wie man das dann angibt. Wenn man hier in das Feld Datum klickt, öffnet sich ein Kalender, den man mit Hilfe dieser Pfeile einen Monat vor- oder zurück bewegen kann. Wenn wir jetzt den 13. Februar suchen, klicken wir so lange, bis wir beim Februar sind. Februar. Und dann wird hier auf die 13 geklickt und schon hat er uns das Datum reingeschrieben. Abgeleuchtete Fläche, 150 Hektar zum Beispiel, Anzahl der gesichteten Hasen, 8. Dann wird noch nach den Krankheiten gefragt. Können wir uns wieder entscheiden, sagen in dem Fall mal weiß nicht. Dann geht es weiter runter, mit diesem Balken kommen wir weiter nach unten und können den Bogen speichern und beenden und sind dann wieder in unserem Auswahlmenü.